Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kingdom Hearts. Im letzten Part haben wir das neue Navigummi eingebaut bekommen. Mal schauen, wo wir jetzt hinfliegen müssen. Nahe der Stadt Traverse ist ein neues Wurmloch aufgetaucht. Wohin es wohl führen mag? Merkwürdig, ich spüre magische Energie in den anderen Welten. Bestimmt ist es sinnvoll, noch einmal alle zu besuchen. Tja, nicht ganz. Reisen wir doch mal durch das Wurmloch. Wenn wir schon mit High Speed. So, natürlich sind auch die ganzen Herzlosen hier jetzt verstärkt. Und hier ist das Wurmloch. Mal schauen, wo wir hinkommen. Okay, wir haben wieder die Kampfmusik. Scheint nach Hollow Bastion zu führen. Zumindest von der Musik her. Eigentlich gleich angekommen sein. Na, oder noch nicht. Aber recht weit kann es nicht mehr entfernt sein. Ah, okay. Flug dauert ein bisschen länger. Ja, wir sind da. So, möchten wir doch gerne mal landen nochmal. Wo ist Belle? Immer noch im Schloss. Gegen ihren Willen? Nein, ich glaube, sie bleibt freiwillig. Die anderen Prinzessinnen sind auch da dran. Warum wohl? Fragen wir sie doch. Vielleicht brauchst du meine Hilfe. Ich gehe mit dir. So. Schauen, ich glaube, das Biest hat jetzt keine neuen Items mehr, genau. So. Ah, verdammt. Ah, hier haben wir noch ein weißes Triotech, das können wir mal kurz aktivieren. Ah, hier ist auch wieder nur ein Gummi dran. Ein Gummi-Chat werden wir jetzt, glaube ich, nicht mehr umbauen. Einfach, dass es sich nicht lohnt. So, was sich allerdings schon lohnt, ist diesen Weg hier zu nehmen.
Ich weiß gerade gar nicht, waren die hier? Oder waren die erst später hier? Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Denn an einer Stelle spielst waren die, glaube ich, hier dran. Ich glaube, dass das erst später war. Noch nicht mal. Du willst das Schlüsselloch versiegeln, richtig? Bitte sei vorsichtig. Tief da drin tobt die Dunkelheit. Wir haben sie bis jetzt zurückgedrängt. Aber wir können nicht mehr lange durchhalten. Wir übernehmen das. Ja. So. Gut, schauen. Wie ging das jetzt am schnellsten? Noch kurz nach unten. Ich glaube, am schnellsten ging das eh mit Domo erst wieder. Denn wir müssen wieder da nach oben. Oder besser gesagt, dort, wo Ricos zweiter Kampf war. Ach, verdammt, das war... Ja, verdammt. Hab ich einen Fehler gemacht. Da war ich nicht richtig an der Kante. Da müssen wir einfach nochmal versuchen. So, diesmal die Kamera ein bisschen besser ausrichten. Ne? So, dann geht das Ganze auch ganz schnell. Ah, verdammt. Nervige Herzlose. Können wir mal kurz Ragnarök benutzen. Damit man sieht, wie OP die Attacke eigentlich ist. Mensch. Ich habe keine Magiepunkte. Sollten alle Gegner gewesen sein. Oh, nervig. So, alle Tanks. Will ich kurz mal schauen. Wir haben noch eine Ability Me, das will ich mir kurz vorgeben. Und noch eine Hütte, die brauchen wir später wieder Dumbo.
So, dazu wieder einen HP-Punkt. Brauche ich gerade gar nicht. Goofy hat auch noch einen HP-Punkt. Na genau, den wollte ich dann Esprit geben. So. Und wir müssen natürlich wieder nach da drüben. Das heißt, wir müssen wieder kämpfen. Nächstes können wir von dieser Plattform nicht runterfallen. Zum Weiterkommen. So, sollten wir hier gleich ankommen. Dann müssen wir da zweimal rauf und dann Dumbo benutzen. So wie beim letzten Mal. Verdammt, komm schon. Warte, der Herzlose. Schnell mich vor die Spawn. Okay, ich habe hier das Ether. Kurz benutzen. Und dann brauche ich wieder die manuelle Kamera. Diesmal hoffen, dass wir nicht runtergeschlagen werden. Ja, Gegner. Naja, genau deswegen. Okay, wir hatten noch ein bisschen Ether gehabt, irgendwoher. Oder? Nee, nicht mal, der hat ja die Ability, dass er mir MP wieder auffüllen kann. Jetzt mal kurz die fliegenden Gegner hier besiegen, denn die sind nervig. So, ein fliegender Gegner weniger. Mal schauen, ob das jetzt reicht. Mensch! Das gibt's doch nicht. So viel Pech. Ah!
Ja, jetzt können wir natürlich Domino nicht widerrufen. Kurz untersuchen. Okay, das hat nichts gebracht. So, jetzt können wir Domino rufen. Ganz schnell, denn das sind leichtere Gegner. Die wir nicht so leicht auf die Nerven gehen dürften. Ne? Zumindest die heilenden Gegner da. Ja, warum noch? Warum sollte es auch funktionieren? Ich weiß doch nicht mal meinen normalen Weg darauf. Verdammt, verdammt, verdammt. Natürlich haben wir jetzt zu wenig Magiepunkte für Dumbo. Na, muss man halt das benutzen. Selbst wenn ich es nicht unbedingt benutzen wollte. Jetzt kommen hier gar keine Gegner auf einmal. Muss ich nicht verstehen. Na, holen wir uns mal die Kiste da oben. Okay, Blitzerringe halten. Ja, verdammt. Wie war denn der normale Weg? Ich meine, hier kommen wir ja leider auch nicht rauf, Dumbo. Das wäre ja auch noch eine Abkürzung. Zumindest glaube ich, dass man hier nicht raufkommt. Nee, ist einfach zu hoch. Na, sieht man. So, um 8 versuchen einen kleinen Sprung, aber der ist einfach zu niedrig, der Sprung. Und noch mehr. So. Aktivieren. So. Kannst dich auch ein bisschen vorbeisneaken.
man in die Kapelle? Und hier sind jetzt, glaube ich, die anderen Prinzessinnen. Zumindest ein Teil davon. Schauen wir mal, was die zu sagen. Wir haben auf dich gewartet, Meister des Schlüsselschwerts. Wo ist Ansem? Er ist weg. Als das Schlüsselloch erschien, strömte die Dunkelheit aus ihm. Sie verschlang Ansem und fort war er. Obwohl Ansem weg ist, nimmt die Flut der Dunkelheit kein Ende. Wir versuchen gemeinsam, sie zurückzudrängen. Ich werde seinen Gesichtsausdruck nie vergessen. Als ihn die Dunkelheit verschlang, lächelte er. So, was haben die anderen drei dazu sagen? Sora, bitte beeil dich. Die Dunkelheit ergießt sich aus dem Schlüsselloch. Mehr können wir nicht tun, um die Dunkelheit aufzuhalten. Ich weiß nicht, wie lange wir noch die Dunkelheit durchhalten können. Okay, bin schon unterwegs. Wir zählen auf dich, Meister des Schlüsselschwerts. In der Zwischenzeit werden auch wir tun, was wir können. Also mal wieder gar nichts. So, allerdings beende ich den Part dann auch schon wieder an dieser Stelle. Lasst wie immer eine Bewertung da. Ich würde mich freuen und bis zum nächsten Part von Kingdom Hearts. Ciao!